Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Breath of the Wild. Wir sind noch immer hier beim Erkunden, aber sind fast fertig mit dem Berg. Deswegen bin ich jetzt beim Überlegen, ob wir diese Crocs hier fertig sammeln und danach runter zur Stadt gehen und die Quest hier weitermachen. Weil dann würde ich nächste Folge nämlich zum Beispiel der Crocs gehen, meine Crocs eintauschen vor der Folge und dann die Folge starten, mit dem wir die zweite Schwerprüfung anfangen. Damit wir das schon mal haben. Vielleicht mache ich auch danach direkt die dritte. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Aber ich wollte eigentlich die zweite nach dem nach Rivali machen. Nach war Medo. Wollte ich eigentlich die zweite machen und jetzt hat die dritte. Aber jetzt habe ich es halt nicht gemacht und bin einfach weitergelaufen. Nicht Depp. Und jetzt muss ich halt gucken, wie ich das mache. Mache ich die zwei Schwerprüfungen gleich hintereinander oder lasse ich da Platz zwischen? Wäre natürlich sinnvoll, wenn ich sie gleich hintereinander mache, dann habe ich das schon mal. Dann muss ich keine weitere Zeit aufschwenden. Und ich habe ja dieses Wochenende Zeit. Wenn meine Eltern nicht einfach sagen, komm, du machst jetzt das, dann habe ich Zeit, die zwei Schwerprüfungen zu machen und das sollte dann eigentlich funktionieren. Ich glaube, deswegen mache ich es auch. Oh, da haben wir. Erstmal, du bist ja, glaube ich, ein Ding haben wir das Polarpyromagus. Das haben wir ja durch das Foto kaufen gekriegt. Moment, der stirbt nicht direkt, wenn man nur Feuer drauf schießt. Okay, der ist ein bisschen kälter anscheinend, hä? Komm schon. Ja, scheiß drauf. Doch, das schon. Es war nur das Problem, dass ich. Muss mich verarschen, das war echt das Problem, dass ich einfach nur Stasis drin hatte. Okay. So. Und hier sind da extrem viele Truhen. Warum? Ist es normal in der Wüste, dass da einfach so viele Truhen sind? Gut, wir haben ja schon durch eine Passantin kennengelernt, dass hier extrem viele Truhen einfach so rumliegen, aber warum? Wer lässt die da einfach so flacken? Oh, ich glaube, ich sehe da was. Ich sehe da etwas, meine Freunde. Unser erster Glassy-Rock, wenn ich mich nicht täusche. Aber erstmal die Truhe hier. Das, meine Freunde. Stimmt. Doch, doch, wir haben, glaube ich, schon mal einen Magma-Rock besiegt, kann es sein? Auf jeden Fall müssen wir die Gegner hier besiegen. Glassy Rock jetzt. Mal schauen, wie schwer das ist. Weil wir brauchen noch ein Foto von dem. Komm mal her, mein Freund. Wir haben schon einen Glassy Rock fotografiert. Wann das denn? Das hätte ich echt gerne gewusst, wann. Okay, das war zu spät. Bro. Alter, what the fuck geht jetzt hier ab? Ich komme da nicht rauf. Willst du mich verarschen? Wie soll ich den dann besiegen? Hey, wie soll ich den dann besiegen? Okay, das habe ich jetzt mal als meinen Schritt. Aber wie besiege ich den dann? Eventuell so. Nee, anscheinend nicht. Ah, jetzt ist er. Habe ich irgendeine Lanze? Habe ich irgendwo ein starkes Schwert jetzt? Ach komm, Alter. Wie viele Feen habe ich überhaupt? Ich glaube, ich habe nicht genug. Tasche? Erstmal was essen. Schleich? Nee. Abwehrmedizin gönne ich mir jetzt nicht. Irgendwie Fleisch. Er muss halt wieder Edelwild dran glauben. Und Maxi-Rüben. Komm schon, Alter. Ich wollte wegrennen. Und dann macht er sowas. Komm schon, bleib du mal stehen.
kann man ja echt jetzt. Kommst du echt jetzt? Mann. Bro. Typi. Habe ich ja hier. Alter, warum treffe ich den nicht? Bro, lass mich in Ruhe. Da muss ich halt so ihn besiegen, hä? Mit Pfeilen. Das finde ich ja bescheuert, dass ich mit Pfeilen kämpfen muss. Komm schon, echt jetzt? Und der soll so schnell sein? Das glaube ich ja, das glaubst du ja selber nicht. So, jetzt muss ich nur noch einmal treffen hier. So, jetzt bist du down. Jetzt muss ich hier echt mit Bomben kämpfen? Wie soll ich denn den? Wäre der Stein ein bisschen besser platziert, dann würde ich ja sehr einfach den besiegen können. Aber der war halt nicht gut platziert. Krieg ich Opale raus. Naja, besser als nix. Besser als nix. Das fällt mir gerade ein. Habe ich eigentlich den Donnerflug fotografiert? Ich glaube auch nicht, gell? Fuck, fällt mir jetzt erst ein, dass ich den jetzt fotografieren müssen. Naja, kann ich bestimmt kaufen irgendwann. So. Hier muss doch irgendwo noch ein Krog sein. Genau, da ist noch ein Krog. Jetzt haben wir 6 Minuten drin und noch keiner 10 Krog gesammelt. Okay. Manchmal verstehe ich dieses Überfall nicht. Alter, komm, jetzt kommen auch noch die Gegner daher. Bro! Bro, ich versuche dich zu schlagen. Lass mich doch angreifen. Ey, Digga. Bro, oh. Lass mich einfach in Ruhe. Hier die Sachen sammeln. Das sind nämlich gute Sachen. Waldbeeren, Maxi-Trüffel. Eine Route. Muss ich mal gucken, habe ich den schon fotografiert? Ja, müsste ich schon. Nochmal Pflanze, passt. Alles fotografiert. So, jetzt muss ich schauen, wie ich dich da rauskriege. So. Passt es so? Perfekt. Nein. Als ob es halt echt vorbeigerollt ist, ne? Ey, kommst du wieder runter? Komm runter. Roll rein. Und tatsächlich ist drin. Passt. Gut, dann war hier ein Glassirock drin. Oder hier irgendwo. Den haben wir besiegt. Muss ich auf jeden Fall aber noch die Leunen hier oben besiegen. Okay, what the hell? Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Da unten drunter dürfte es zum Jägerversteck gehen. Und ich habe recht. Ja. Da unten geht's zum Jägerversteck. So. Dann schauen wir, dass wir hier verbrannt kommen. Und zwar zu welchem? Zu Lila. Grün ist immer noch da. Weg mit dem. Zu Lila. Und das heißt, das hier unten machen wir irgendwann anders, die Crocs, weil das ist auf Sand und nicht auf Schnee. Wüstenkojote. Luxuswild gibst du mir. Oh, du bist ein Schatz. Weißt du das? Naja, jetzt sollen wir auf jeden Fall, dass wir vorankommen. Ein Rivali Sturm haben wir noch. Ein Schild. Okay. Und zweimal Ubosas Zorn. Gut, einmal Ubosas Zorn habe ich ja benutzt, um zu zeigen, wie es funktioniert gegen die Monsterherde da.
Aber Reali Sturm, das behalte ich jetzt erstmal, weil ich nicht weiß, wo ich bei den anderen Crocs hin muss. Deswegen. Im Moment lasse ich es noch da. Alter, das ist ja echt. Ich muss mich verarschen. Komm schon, Link. Das schaffst du doch, oder? Das musst du doch schaffen. Ja. Ja. Kommst du? Bitte. Jawohl. Jawohl. Und hier oben soll irgendwo der Croc sein. Ich höre ein Windrad, kann es sein? Nee, ich höre einen Laufer. Rennauto. Tschüss. So, und hier ist eine Truhe. Grudobogen, ne, danke. Aber ich habe... Ah ja, es sind ja ein paar Bögen kaputt gegangen. Oh, 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 habe ich davon schon ein Foto? Habe ich davon schon ein Foto? Ja, habe ich. Okay, was zum Geist ist für ein Foto für einen Kaiserbär, Alter? Tabanter-Elch. Habe ich schon. Okay. Gut, mein Freund. Schade, ich wollte dich eigentlich reiten. Dann wird es doch nichts. Du willst mich einfrieren? Ich kann das gleiche auch mit dir machen. Ah, jetzt habe ich Robursas Waffe benutzt. Scheiße. Ah, egal. Aufhören kann ich ja trotzdem noch. Das machen wir vielleicht am Schluss der Folge. Dass ich dann einfach mal kurz nach Hause gehe und die ganzen... Habe ich eigentlich noch da Schwert drin? Nee. Aber dass wir die Waffen einfach mal aufhängen von Obosa. Dass ich die nicht unabsichtlich kaputt mache. Weil ich würde gern eventuell die Originalwaffen in den Kampf gegen Ganon einsetzen. Wenn möglich. So, was haben wir denn hier in der Richtung? Das sind Wüstenfüchse, die habe ich ja schon. Wüstenfüchse, genau. Schneefüchse, die habe ich ja schon. Was ist dort unten? Riesiger Aufwind, warum? Warum ist hier so ein Aufwind? Das hat doch... Ah, da oben fliegt jetzt Ding lang, aber... Ich habe leider keinen Bogen, der so weit schießt. Ich glaube, ich weiß, wofür der Aufwind ist. Dafür. So. Easy. Darüber müssen wir jetzt. Das wird schon easy, oder? Es wird eventuell so easy, dass ich einfach die Gutlinge hier mitnehme. Ja, tatsächlich so easy. So, haben wir den auch. Aber ich muss auf jeden Fall dann, wenn wir die Schwertprüfung gemacht haben, mal zwischendrin, mache ich mal während den Offcam, gucke ich mal nach, ob ich die ganzen Crocs hier auch gesammelt habe, weil ich konnte nicht alle markieren. Dass ich auf jeden Fall alle habe, bevor wir die Stiefel zurückgeben hier. So, da oben ist der Croc. Gut, dann schauen wir jetzt mal. Da ist ein Spurtling, den nehmen wir mit. Warum wachsen überhaupt hier Spurtlinge? Ist es da nicht eiskalt für? Ich habe nicht nachgeschaut, aber Spurtlinge wachsen ja an Cliffhängen. Das weiß ich. Aber macht es irgendeinen Unterschied? Welches Gebiet es ist? Naja. Naja. Irgendwo hier soll ein Croc sein. Bist du der Croc? Tatsache. Ist sie. Und habe ich den da unten schon? Den habe ich schon. Ja, dann schauen wir mal zu dem Monsterlager da hinten und erledigen das jetzt noch.
Und dann denke ich, schauen wir mal, was der Typ von uns dann will. Weil ich schätze, er will das Schwert auch noch sehen und das ist ja natürlich da oben. So, auf jeden Fall gehe ich dann mal. Antikes Vespertner, danke. So, das markiere ich schon mal, weil wir danach hingehen. Alter, das funktioniert ja tatsächlich, ne? Komm, echt jetzt? Okay, es hat zum Glück nicht Ubusa Sturm aus, aber das können wir machen. Das können wir mal machen. Hier, meine Freunde. Oh, es hat sogar den da hinten getroffen. Geil. Triox Cybermann, geh mal mit. Du bist down. Wir nehmen alles mit hier. Und du bist noch ein Weißer. So, Waffentasche ist voll, das weiß ich. Komm. So, jetzt aber. So. Easy. Dann haben wir eigentlich krogtechnisch bis jetzt den Berg hier oben abgeschlossen. Ich muss halt nur gucken, wo ich vergessen habe zu markieren. Da heißt es neuer. Das ist ein neuer drin, den nehme ich mit. Nur den ich gerade ausgerüstet habe, weg und nehme einfach den mit. Weil der doppelte Haltbarkeit hat. So, und jetzt gehen wir zur Gerudo-Stadt. So. Du dürftest der Typ sein, oder? Bist du der Typ? Du dürftest. Ja, der läuft. Ja, du bist es. Ah, wieso können diese Schuhe auch nicht in der Wüste so schnell sein, ne? Oh, mein Freund. Tuska. Oh, nur ein Mann. Ich habe gehört, Gerudo da mögen Männer mit Sandstiefeln, deswegen renne ich hier rum. Aber nix, niemand spricht mich an. Vielleicht stimmt das mit den Stiefeln gar nicht und jemand hat sich einen Scherz erlaubt. Sandstiefel? Mit Sandstiefeln kannst du auf Sand ganz normal laufen. Jeder Wüstenbewohner braucht sowas. Aber ihr Erfinder hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Also sind solche Sandstiefel sehr schwer zu finden. Bist du neidisch? Ich will Sandstiefel. Du willst mal Sandstiefel? Hast du mir nicht zugehört? Die sind unglaublich selten. Ich müsste schon bei einer Frau schon überlegen, ob ein Mann... Aber ein Mann gebe ich sie ganz bestimmt nicht. Ich habe viel zu tun, verschwinde. So, mein Freund... Ich bin so froh, dass du es halt zurückgeschafft hast. Du hast also lange gebraucht. Du hast so lange gebraucht, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Du musst wissen, die achte Kriegerin ist eigentlich nur ein Ammärchen. Es gibt sie gar nicht. Ich habe das nur erzählt, weil ich dir irgendwie näher kommen wollte. Im Nachhinein habe ich mich verflucht, dass ich dich in so eine Gefahr gebracht habe. Aber es wird nichts mehr passieren. Von jetzt an werde ich dich bis ans mein Lebensende... Hab sie gefunden. Du wirst mich beruhigen, damit ich mir keine Sorgen mehr um dich mache? Du bist wirklich herzensgut. Aber das ist nicht nötig, denn vom Holzlager sieh dir das mal an. Ja, genau wie die Gerüchte sagen. Das ist ja unglaublich. Die legendäre Achtkriegerin existiert also wirklich. Du hast eine Sensation. Das ist eine Sensation. Wenn die Leute das wüssten, sie würden durchdrehen, aber ich werde es niemandem verraten. Das ist unser Geheimnis, das uns für immer aneinander binden wird. Würdest du vielleicht mit mir die Sandschiffe, bitte? Ich verstehe. Warte, ich ziehe sie ja schon aus. Moment. Jetzt gebe ich die Sandstiefel. Scheiße, jetzt sag ich echt. Egal. Bitte geh pfleglich damit um. Tu es für mich, ja? Könnte ich dann die Schneestiefel zurückbekommen, sonst müsste ich da barfuß rumlaufen. Gut, sitzt zwar kurz in der Luft. Damit war ich ein bisschen in der Wüste, aber nicht leicht haben. Das ganze Gerenne hat mir schon reichlich geschlaucht. Beim Tor vor Gerudestadt gab es doch so eine Art Zelt. Da werde ich mich mal etwas ausrennen. Wiedersehen. Manu? Wiedersehen. Ich glaube, ich guck mal nach, ob ich die andere Quest schon machen kann. Hast du noch eine Quest für mich?
Tuska, du bist wirklich gekommen. Ich habe natürlich keine Sekunde daran gezweifelt. Das letzte Mal konnten wir uns ja gar nicht in Ruhe unterhalten. Deswegen dachte ich, wir können vielleicht Schneestiefel her. Was? Du willst auch noch mal Schneestiefel haben? Ah, du bist ja wirklich unersättlich. Aber wenn ich diese Stiefel auch noch hergebe, muss ich barfuß herumlaufen. Was soll ich nur tun? Ich will doch ihre Gefühle nicht verletzen. Gut, ich muss es wohl machen. Also dein Wunsch ist mir natürlich Befehl. Aber lass uns doch mal so machen, damit es aufregender ist. Überrasch mich nochmal, dann schenke ich dir die Stiefel. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Statue der achten Kriegerin gar kein Schwert besitzt? Dabei hat solch jede andere eines in den Händen. Komisch, oder? Ich bin sicher, auch die achte hat ursprünglich mein Schwert gehabt. Wenn dieses Schwert wirklich existiert, dann wäre die schönste Überraschung, die ich mir vorstellen könnte. Ich werde es finden. Was? Du wirst es wirklich auch? Du wirst wirklich danach suchen? Ich habe es schon gefunden. Das Schwert muss riesig sein. Eigentlich kann es nicht weit weggeschafft worden sein. Es müsste irgendwo in der unwegsamen Gerudo hochheben, ihr Lieben. Diesmal kann ich dir die Schneestiefel aber nicht ausleihen, weißt du? Ja, ohne Schneestiefel kommt niemand in die Gerudo-Hochebene. Sie wird sicher aufgeben und zu mir zurückkehren. Gut, ich gebe mich geschlagen. Ich werde dann hier auf dich warten. Wenn du mit mir sprechen willst, ganz unabhängig von den Schneestiefeln meine ich, ich bin immer für dich da. Moment. Nächstes Mal frage ich sie. Du siehst heute auch wieder sehr schön aus. Ich wusste gar nicht, dass wie sehr du auf die Schneestiefel abfliegst. Hör mal, wie wäre es, wenn ich die Schneestiefel trage und wir in Arm gehen? Dann bräuchtest du sie nicht mehr selbst tragen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Achso. Nee, ich weiß ja, wo das Schwert ist. Habe ich kein Foto gemacht? Aber das ist ja... Wisst ihr was? Das machen wir jetzt noch schnell. Die Quest machen wir jetzt noch schnell fertig, dann habe ich alle Schuhe, Schnee und normal. Jetzt kann ich aber auch die ganze Kälteschutzding tragen. Und jetzt hier hoch. Gut, dann habe ich also tatsächlich sogar noch einmal Gewaltsturm und dort hoch muss ich. Na, jetzt seht ihr schon, wie langsam ich eigentlich jetzt wieder bin, weil ich keine Schneestiefel habe. Aber die hole ich mir jetzt. Jetzt habe ich Sandstiefel und die Schneestiefel hole ich mir jetzt auch noch. Dann haben wir das geschafft hier. So. Aber ich meine... Da sind eigentlich ganz gute Quests. Da haben wir das ganze Zeug dann direkt parat. Dann können wir in der Wüste erkunden demnächst sogar. Weil wir die Schandstiefel haben. Und wir sind sogar noch dabei danach und haben Schneestiefel für die Hebraberge. Die Frage ist nur, kann ich die verbessern? Ach, das werden wir dann sehen, weil in der Wüste soll es ja die letzte Fee geben. Weil ich weiß, war sie hier in der Wüste. Die werden wir dann mit den Schandstiefeln finden. Und ja. So, hier oben ist doch bestimmt irgendwie ein Leune, oder? Den werde ich aber gekonnt ignorieren für heute. Wenn hier der Leune ist, dann werde ich ihn definitiv gekonnt ignorieren. Weil wir werden jetzt nur die Quest fertig machen, dass wir die Schneestiefel kriegen. Den Leune werde ich dann mal anders platt machen. Mondsäbel. Nee, passt. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Alter, komm. Holy shit, ne? Du bist ein Weißer, gell? Du bist ein Weißer. Bist kein Weißer. Weißer, ein Eis, meine ich natürlich. So, mal gucken. 1, 2, 3, 4. Und da oben in die Richtung müssen wir jetzt laufen. Da ist ein... Moment, warte, das war da drüben, oder? Da ist ein Wüsten, ein Schneewolf. Da, ich sehe es, jetzt sehe ich es, ja, jetzt sehe ich es. Aha, da ist der. Leune? Bist du ein Weißer? Du siehst weiß aus. Bist du ein Weißer? Bro, das klingt gerade so rassistisch, gell?
Holy shit, du bist ein weißer Leune. Aber ist mir egal. Weil es ja kein Silberner ist. Ist mir das Pups egal. Soll ich schon weg? Genau, danke. Ich will nämlich nur hier durch. Greif mich nicht an, bitte. Da ist das Schwert. Löschen natürlich. Und jetzt zur Karte zurück. Und hier hinter teleportieren. So, dann müssen wir uns natürlich wieder als Mädchen verkleiden, sonst lässt der Typ uns die Sachen nicht, sonst gibt uns die nicht. So, Moment, geben wir uns die Sandstiefel, muss ich mal überprüfen. Ne, leider nur Sand. Es wäre geil, hätten die zwei, hätten die Schneestiefel und die Sandstiefel zwei Proportionen, und zwar auf Sandtempo und Wüstenhitze runter, Hitzeschutz. Und halt bei den Schneestiefeln Schneetempo und Kälteschutz. Das wäre interessant gewesen. Das ist sehr interessant. So. Da, du bist es. Jemand hat mir erzählt, er hätte dich auf der Gerudo-Hochebene gesehen. Da habe ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass du dich ohne Sandstiefel, Schneestiefel an so einen Ort wagst. Wie ist es gelaufen? Sieh dir das mal an. Was? Du hast es wirklich gefunden? Und du hast es ohne Schneestiefel gefunden? Die Gerudo-Hochebene ist selbst für einen starken Mann wie mich zu gefährlich. Wie ist das möglich, dieser Schneestiefel? Ja, natürlich, immerhin hast du dein Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Da werde ich doch mein Wort einer schönen Dame gegenüber nicht brechen. Warte, ich ziehe sie ja schon aus. Schneestiefel. Würde auch barfuß schon irgendwie gehen. Das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Ich habe jetzt erst wirklich verstanden, wie viel du mir bedeutest. Deine unstellbare Gier, deine unnachahmliche schroffe Art, dein unbeugsamer Wille. Also, willst du mich vielleicht also mit mir, willst du meine, keine Chance? Oh. Ich wusste, dass meine Chancen schlecht aussehen, aber dass du mich nicht mal ausreden lässt. Oh, egal. Ich will allerdings jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende die Folge hier und in der nächsten sehen wir uns in Gerudo, bei der Schwerprüfung wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.